um nichts mehr rund um GTA 5 und GTA 5 Online zu verpassen und auch um keinen weiteren Livestream zu verpassen, solltest du auf jeden Fall mir ein Abo dalassen und auf jeden Fall oben die Glocke aktivieren. So bekommst du auf jeden Fall immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video oder einen Livestream gestartet habe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass ihr alle eingeschaltet habt. In diesem Video habe ich auf jeden Fall mal wieder einen Solo-Money-Glitch, mit dem ihr in 3 Minuten ca. 900.000 GTA-Dollar machen könnt. Das macht pro Stunde ca. 18 Millionen GTA 5-Dollar und das Ganze ist wirklich extrem. Auf dem PC geht es leider nicht ganz so extrem. Dort könnt ihr leider pro Fahrzeug, was ihr verkauft, keine 800 oder 900.000 GTA-Dollar machen, sondern nur 150.000. Das ist so eine kleine Sperre, die Rockstar eingebaut hat. Ist blöd, aber kann man leider nicht umgehen. Aber auch 150.000 sind eigentlich auf die Zeit gesehen wirklich nicht wenig und machen auf jeden Fall mehr Geld, als wenn man irgendwelche Jobs erledigen würde. Also, er lohnt sich wirklich extrem, dieser Glitch. Und um Arbeit zu sparen, bitte ich euch, in die Kommentare zu schreiben, ob der Glitch noch funktioniert und auf welcher Plattform ihr zockt. Dann können nämlich andere Spieler, die den Glitch noch nicht gemacht haben, einfach in die Kommentare gucken und schauen, ob der Glitch noch funktioniert und müssen diesen nicht unnötig ausprobieren. Außerdem würde ich euch empfehlen, das mit dem Glitch nicht zu übertreiben. Ich hatte gestern schon ein Video hochgeladen, wo ich das Ganze ein bisschen erklärt habe, dass zurzeit oder zumindest vorgestern und gestern eine Bannwelle lief. Ob die jetzt aktuell noch läuft, kann ich euch leider nicht sagen. Allerdings würde ich das Ganze nicht übertreiben, pro Tag nur so 5 bis 6 Autos verkaufen, mehr wirklich nicht. Denn ihr habt den Wert ja noch in der Garage stehen und müsst ihn diesen ja nicht instant verkaufen. Ihr habt ja trotzdem noch das Geld sozusagen in der Garage rumstehen. Aber labern wir jetzt auch nicht ewig herum, sondern fangen direkt einmal an mit dem Video. Was braucht ihr für diesen extrem krassen Solo-Money-Glitch? Ihr braucht zunächst ein CEO-Büro mit einer Firmengarage und einer Tuning-Werkstatt. Diese Firmengarage muss randvoll mit LEDs sein, wo auf Platz 6 jedoch ein Getunter steht. Auf dem PC müsst ihr schauen, dass das Tuning nicht über einen Wert von 150.000 geht. Sprich, wenn ihr ihn verkaufen wollt, darf er nicht mehr als 150.000 bringen. Auf den Konsolen könnt ihr wirklich so viel draufklatschen, wie ihr wollt. Wichtig ist bei dem Tuning von dem LRG, dass dieser LRG ein Nummernschild besitzt, was ihr selber erstellt habt. Dazu braucht ihr nämlich eine Handy-App für euer echtes Smartphone. Diese App heißt iFruit-App, ist auch von Rockstar. Und dort habt ihr die Möglichkeit, so wie ich jetzt hier zum Beispiel Ulex aufs Nummernschild zu schreiben. Und solch ein Nummernschild braucht ihr unbedingt. Ansonsten werdet ihr von Rockstar instant genutzt und gebannt. Habt ihr das jetzt alles? Also ihr habt eine Firmengarage mit einer anschließenden Tuning-Werkstatt. Diese Firmengarage ist handvoll mit LEDs und auf Platz 6 steht ein getunter LED, welcher ein besonderes Nummernschild sozusagen habt, was ihr selber euch erstellt habt. Dann geht jetzt einfach in Auto 6 hinein. Jetzt öffnet ihr euer Handy und wählt schon mal das Internet aus, bestätigt das Ganze aber noch nicht. Jetzt gebt ihr Gas am PC mit W natürlich, auf den Konsolen mit R2 und wartet eine Sekunde. Ihr zählt einfach im Kopf bis 1, also ein bisschen weniger als eine Sekunde und drückt dann Enter bzw. X, um das Internet zu öffnen. Das klappt nicht immer beim ersten Versuch, ihr seht es auch bei mir im Hintergrund, ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, aber irgendwann seid ihr dann im Internet. Um zu schauen, ob der Glitch jetzt gepasst hat und funktioniert hat, drückt ihr am PC jetzt P und auf den Konsolen natürlich die Optionstaste, um in das Spielmenü zu kommen. Dort geht ihr jetzt auf den Store, den jeweiligen. Am PC gibt es auch einen Store für Sharkcards, auf dem PlayStation ist es der PlayStation Store. Und wenn dort steht, dass der Store nicht verfügbar ist, dann hat der Glitch funktioniert und es ist alles perfekt. Jetzt drückt ihr Kreis und Dreieck möglichst schnell hintereinander, beziehungsweise Escape und F, um das Auto direkt zu verlassen und auch natürlich das Startmenü zu schließen. Seid ihr jetzt aus dem Auto draußen, geht ihr in den blauen Kreis und tauscht das Fahrzeug auf Platz 6 mit dem Fahrzeug auf Platz 5. Ihr werdet bemerken, dass äußerlich sich nichts ändert, also die Autos bleiben auf dem Platz. Nur in der Liste auf dem blauen Punkt werdet ihr sehen, dass die Namen sich sozusagen vertauschen. Das ist auch genau richtig. Jetzt geht ihr aus dem blauen Kreis raus und öffnet euer Handy. Dort geht ihr auf Legendary Motorsport und bestellt euch einen neuen LRG auf Platz 6. Dort müsst ihr jetzt ein normaler LRG stehen, nicht mehr der Retro, und dort könnt ihr also den neuen hinstellen. Jetzt wartet ihr einfach noch 2 Minuten, bis er geliefert wurde. Ich habe da jetzt einfach einen Cut gesetzt. Und jetzt, wenn das Fahrzeug geliefert ist, ihr bekommt dann eine SMS. Meistens wird die auch unten links angezeigt. Ich habe es ausgestellt, damit ich nicht immer tausende von Nachrichten angezeigt bekomme. Deswegen habe ich nur die SMS auf dem Handy gekriegt. Ihr müsstet dann auch eine kleine Bemerkung bekommen. Allerdings, wenn dieses Fahrzeug jetzt endlich da ist, geht ihr einfach zu Fuß in die Tuning-Werkstatt hinein beim Fahrstuhl. Und wenn ihr in der Tuning-Werkstatt seid, einfach wieder zurück in die Firmengarage. Ihr werdet jetzt bemerken, dass das Auto schon verdoppelt wurde. Jetzt geht ihr in das Fahrzeug auf Platz 6 und damit in die Tuning-Werkstatt. Jetzt ändert ihr irgendwas. Ich zum Beispiel habe jetzt die Position von dem Nummernschild geändert.
Das war's jetzt auch. Ihr könnt jetzt zurück in die Firmengarage oder einfach direkt nach draußen und euer Fahrzeug verkaufen. Ich gehe jetzt erstmal in die Firmengarage, einfach um nochmal zu zeigen, dass wirklich beide Autos noch da sind. Wenn ja, dann könnt ihr jetzt einfach ganz gediegen in den LSC gehen und das Ganze für knapp 900.000 auf den Konsolen verkaufen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann teilt das Video doch mal wirklich mit all euren Freunden, damit ihr wirklich eine Clique werdet, die alle über ein paar Millionen GTA-Dollar verfügen. Wäre auf jeden Fall krass. Heute Abend wieder ein Stream von der PS4 aus, also solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Checkt es auf jeden Fall ab. Dazu ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr die Glocke auf meinem Kanal aktiviert, dass ihr immer eine Benachrichtigung kriegt, wenn ich streame. Denn ich denke mal, dass ihr nicht die ganze Zeit in eure Abo-Box reinschaut. Wenn ihr öfter solche Glitche haben wollt, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Und wenn ihr denkt, dass ich das Ganze hier gut irgendwie gezeigt habe oder gut erklärt habe, dann lasst wie gesagt ein Like da oder wenn ihr neu sein solltet, ein Abo. Das Hashtag für heute ist auf jeden Fall Hashtag Geld. Falls ihr nicht wisst, was ich damit meine, an jedem Ende von einem Video sage ich ein Hashtag. Und das könnt ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben, damit ich mal weiß, wer wie lange ungefähr schaut. An der Stelle bin ich jetzt aber wirklich mal raus. Haut rein und Peace!